Endlich ist wieder Spargelsaison und in diesem Video erklären wir euch alles, was ihr wissen müsst zu den Spargeln. Und zwar zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen weißen und grünen Spargeln, wie tut man Spargeln stechen, wo wachsen sie und so weiter und so fort. Ja, der Unterschied, grüne und weiße Spargeln. Die weißen Spargeln wachsen im Boden und die grünen kommen zum Boden aus. Weil die weißen im Boden sind, kommen sie nie in Kontakt mit dem Sonnenlicht. Wir tun zusätzlich auch noch eine Folie drüber rein, damit sie auch, sobald sie etwas oben raus schauen, noch nie von der Sonne beschonen werden. Und wenn sie nie Sonnenlichtkontakt haben, bleiben sie weiß. Sobald sie dann oben rauskommen, gibt es verschiedene Veränderungen. Einerseits das Köpfchen geht auf. Und wenn der Kopf aufgeht, ist das für einen Weissspargel eine Qualitätsverminderung. Bei den Grünspargeln ist das ganz normal. Und sobald sie rauskommt, wird sie zuerst ein bisschen violett, sieht man auch hier. Und nachher wird sie grün. Der violette Teil ist wie der weiße Teil bei den Weissspargeln leicht zäh. Also die Haut ist noch etwas fester als die bei den Grünspargeln. Und zum Essen oder vor dem Kochen muss man das bei den Grünspargeln auch wegschälen. Wenn sie rauskommt, dann bildet sich durch das Chlorophyll, das Blattgrün, in den grünen Spargeln die grüne Farbe und tut nachher eigentlich durch Photosynthese später auch wieder Traubenzucker produzieren. Bei der Ernte ist es so, dass man die Weissspargeln stechen und die Grünspargeln schneiden. Stechen heisst, wir legen die Folie, die wir über den Damm haben, darüber eingelegt haben, auf die Seite legen und dann sieht man die Spargeln ganz leicht raus. Uns ist es wichtig, dass die Spargel noch nicht fest rauskommt, weil sie sonst oben den Kopf anschlägt an dieser Folie und durch das der Kopf verdruckt wird und aufgeht und so nicht mehr schön ist. Also keine Erstklass-Spargel mehr. Darum versuchen wir sie möglichst gleich, wenn man sie leicht sieht oder nur schon die Erde ankratzt, versuchen wir die zu stechen. Stechen funktioniert dann so, dass man rund um den Spargelkopf ein bisschen Erde wegkratzen, dass man sie sieht und dass man auch sieht, ob aussen dran noch ein zweiter oder ein dritter Spargel ist, den man beim Stechen nicht kaputt machen will. Wenn man sie dann stechen, tut man sie mit einer Hand oben heben, das Köpfchen, und mit der zweiten Hand mit dem Stechmesser, das ist so das Messer, das nach der schön um die Spargel herum greift, fährt mit dem den Spargel noch runter, ohne die zu verletzen, auf die richtige Tiefe, etwa 27 cm, und tut sie dort unten dann abstechen. Und das Abstechen, dort ist wichtig, dass man nicht zu weit absticht, also nicht, dass man die Wurzeln unten kaputt macht und nicht, dass man auch andere, noch kleine Spargel verletzen und nachher wieder hochwachsen. Das ist noch tricky, also ist nicht ganz einfach, die Spargel so können zu stechen. Es braucht auch relativ viel Kraft, wenn man das längere Zeit macht. Und ja, Übung macht den Meister, kann man dort sagen. Bei den grünen Spargeln, wenn sie hochwachsen, ist das Schneiden einfacher. Wir stechen dort die abschneiden, die die richtige Länge haben. Also das ist auch bei zwischen 27 und 30 oder 25 und 30 cm. Wir die das Boden eben abschneiden und dann werden sie nachher in der Halle bei uns über die Maschine gelassen und auf die richtige Länge zweigeschnitten, wie wir es nachher im Verkaufen können brauchen. Im Grundsatz ist es so, wir ernten alle Spargel von Hand. Die weißen stechen, die grünen schneiden. Es ist heute auch möglich, Weissspargel mit Maschinen. Es sind roboterähnliche Maschinen teilweise, die selektiv die Spargel suchen. Das sind riesige Maschinen, extrem teuer und noch nie wahnsinnig bewährt auf dem Markt. Da gibt es andere, die einfach alles gleichzeitig abschneiden auf der gleichen Höhe, wo man dementsprechend noch niemals die gleiche Qualität hat, wie wenn man die reifen, die ausgewachsenen, genug langen Spargel von Hand stechen. Und das ist der Grund, wir wollen ein Premium-Produkt, das seinen Preis auch wert ist. Und für uns ist es wichtig, dass wir die Qualität garantieren können. Und auf unseren begrenzten Flächen können wir nicht einfach auf Menge produzieren. Und darum wollen wir jede Spargel, die wächst, eigentlich als ein exklusives Produkt stechen und nachher bis zu unserem Gast oder zu unserem Kunden bringen. Ich habe die Weissspargel ein bisschen lieber. Sie ist für mich ein bisschen exklusiver Gemüse. Also die Weissspargel lese ich sehr gerne als ein Hauptgericht, das ich geschält normal gekocht habe. Die Grünspargel lese ich sehr gerne einmal roh, ein bisschen als Spezialität oder vielleicht auch auf den Grill mal, so ein bisschen etwas Witziges, Außergewöhnliches.